Auspuff ein bisschen umschweißen, geht alles. Viel ist es aber beim Tuning halt, illegales Tuning machen viele, oder kenne ich auch einige, die es auch gemacht haben. Die Sache beim illegalen Tuning ist teilweise wirklich hart, teilweise hart an der Grenze. Viele haben Motortuning gemacht, das heißt Motorleistung versteigert. Bei älteren Motoren oder bei Autos, die rar sind, also sprich meistens japanische Sportwagen, irgendwelche älteren, die sind teilweise selten, wo teilweise selbst die, naja, die Hersteller, will ich jetzt mal sagen, also halt die Autohäuser davon, die Werkstätten, teilweise gar nicht wissen, wie der Motor von dem Wagen aussieht. Wenn nicht gerade. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Mist. Kann ich was wegschmeißen? Ja, das Auge kann ich wegschmeißen. Ja, also das ist halt bei legalen Tuning. Wenn halt die der TÜV oder irgendjemand anderes nicht weiß. Wie eigentlich das Auto auszusehen hat. Ist das teilweise relativ einfach dann durchzukriegen. Teilweise kann man auch Tuning betreiben. Ach, Mist, schon wieder irgendwie. Und auch, ja, wie soll man sagen, illegales Tuning. Und der TÜV kriegt es gar nicht mit, weil man zum Beispiel nur die Bohrung im Motor geändert hat. Und das eigentlich nur auf dem Leistungsprüfstand richtig merkt und der TÜV, wenn er nicht gerade eine Probefahrt macht, das eigentlich gar nicht mitbekommt. Es gibt noch anderes illegales Tuning, das ist dann zum Beispiel, man baut eine Unterbodenbeleuchtung ein. Das ist, geht zwar da ein bisschen mehr in den Car Optimizing. Die Unterbodenbeleuchtung selber darf man während der Fahrt oder im Straßenverkehr nicht betreiben. Zu Showzwecken kann man sie unterbauen. Problem ist, der TÜV lässt es in der Regel aber nicht zu, weil man noch was anderes bräuchte. Man bräuchte zum Teil, könnte mich, wenn jemand das anderes noch anders weiß, und zwar bräuchte man ein Festigkeitsgutachten über die Lampe, da die Lampe kein E-Prüfzeichen hat oder auch keins bekommen kann. Und da sie unterm Auto ist, teilweise auch wegen Splitterverhalten der Lampe, das heißt bei Crashverhalten, was passiert mit der oder wenn man jetzt mit fährt, ist überhaupt der Vibration, hält sie überhaupt die Vibration aus? Und sagt der TÜV lieber am Anfang, nein, das lässt man weg, das will ich nicht haben, kann auch deswegen durchfallen. Mir passiert halt. Also dann lieber mal weglassen. Und dann halt ein bisschen illegales Tuning machen, bedeutet in dem Moment, man für ein Treffen schraubt man das Ding drunter. Einen Tag davor. Oder man schraubt es nur drunter, wenn man nicht gerade zum TÜV muss. Problem ist an der Sache ist, wie legt es die Polizei aus, wenn man zum Beispiel reingehalten wird? Hier fehlt noch ein Glasblock, sehe ich gerade. Also, man wird zum Beispiel angehalten von so einem Tuning-Treffen. Wenn man jetzt zum Beispiel normal angehalten wird im Straßenverkehr, man wird jetzt nur angehalten wegen, Wagen ist auffällig, man will eine allgemeine Verkehrskontrolle machen. Also, wenn man nicht gerade unter Bodenbeleuchtung anhatte, man ist so dämlich, man hat es dann nicht angehabt, oder man war nicht so dämlich, man hat es ausgelassen. Wo laufe ich denn jetzt hin? Fällt eigentlich der Polizei eigentlich in der Regel nicht auf, dass das Ding untergebaut ist. Problem ist teilweise bei Tuning-Treffen. Bei größeren zieht die Polizei dann doch oftmals Autos raus, also sie machen Straßensperren, wo sie die dann rausziehen. Und dann halt überprüft wird illegales Tuning. Und da gucken sie doch schon ab und zu mal unter das Auto, ob da nicht auch so eine Lampe ist. Und wenn sie sich nicht sicher sind, wie das Auto auszusehen hat, oder ob sie der Meinung sind, so ist das nicht zulässig, kann es auch schon mal passieren, dass das Auto beim TÜV landet. Und der TÜV-Prüfer das Ganze dann untersucht. So, ich wollte jetzt alles ein bisschen abladen hier. Und ein Cobblestone. Erde. So viel zum Thema Tuning und illegales Tuning. Also, die Tuning selber ist halt eine Sache,
Das ist eine schöne Sache. Wenn man mit dem TÜV und der Möglichkeit zusammenarbeitet, kann man viel machen. Man muss es hier aber nicht gleich übertreiben und sämtlichen Mist installieren, auch wenn es vielleicht optisch ist. Also man kann viel Spaß beim Tuning haben, wenn man mit dem TÜV zusammenarbeitet, das heißt jeden Kram auch wirklich eintragen lässt und auch eintragbar ist. Dann hat man eigentlich mehr Freude dran, als wenn man im Auto sitzt, oh, hoffentlich keine Polizeikontrolle. Ich habe sowas schon mitgemacht, wenn man öfter angehalten wird, zum Glück teilweise nur als Beifahrer. Es ist nervig. Und wenn man dann Angst haben muss, dass sie dann einige Sachen nicht sehen, nein. Dann lieber doch mit dem TÜV zusammenarbeiten und sagen, ich lasse einige Features einfach mal weg und ich bleibe immer nur bei den Sachen, die Spaß sind und die zugelassen sind. Das macht doch um einiges mehr Spaß, man hat mehr Freude dran. Man muss sich nicht halt Sorgen machen, um halt, komme ich durch die Polizeikontrolle, komme ich nicht durch. Schön ist halt, wenn man das eingetragen hat oder dementsprechende allgemeine Betriebserlaubnisse hat. Was das sind, kann man im Internet nachlesen, müsste auch unter Wiki zu finden sein, aber grob erklärt ist, der Hersteller hat für das Fahrzeug unter bestimmten Voraussetzungen eine Freigabe gekriegt, zu sagen, dass dieses Teil darf mit einer allgemeinen Betriebserlaubnis betrieben werden. Bei Felgen wird es meistens so gemacht, wenn dann, da steht da meistens drin, für dieses Fahrzeug darf mit der Reifenkombination XYZ die Felge betrieben werden. Wenn man dieses ABE hat, kann die Reifen dann drauf, zieht die Reifen dann drauf, ABE dazu, kein Problem. Braucht man nicht eintragen lassen, gar nichts. Anders sieht es dann aus, wenn man zum Beispiel jetzt ein Sportfahrwerk drin hat. Bei den meisten Herstellern steht dann drin, nur mit Serienfahrwerk. Bedeutet, wenn man ein Sportfahrwerk drin hat, zum Beispiel von irgendwelchen Firmen, legt das Fahrzeug so 30 mm tiefer, nicht Zentimeter, Millimeter. Steht dann am meisten drin, nur halt in den ABEs, nur mit Originalfahrwerk möglich oder zu betreiben, ansonsten verfällt das Gutachten. Bedeutet dann, dass wenn man ein Sportfahrwerk drin hat, die Felgen eintragen lassen muss. Sowas merken, wissen die wenigsten. Meistens kriegen sie dann in der TÜV-Kontrolle gesagt. Also wenn man so eine ABE hat, sollte man sie sich durchlesen, wann die gilt. Es gibt auch ABEs für Sportfahrwerke, beziehungsweise eigentlich nicht Fahrwerke selber, sondern einfach nur für die Federn. Sportfedern. Da steht dann aber teilweise drin, nur mit Serienbereifung. Wenn dann andere Leute... Serienbereifung heißt eigentlich nur, wenn im Fahrzeugschein steht 15 Zoll Felge, 7 J Breite und 205er Reifen. Als Beispiel mit einer bestimmten Stärke. Sagen wir 205er 35. Ja, 15 als Beispiel. Es muss, brauche ich jetzt nicht die Serienfelge sein, aber wenn man jetzt eine Alufelge drauf hat mit genau dieser Größe, die auch im Fahrwerk drin steht, in den Papieren drin steht, und zwar die Originalherstellergröße, dann ist das auch noch zulässig, meines Wissens. Ja. Hat man jetzt aber zum Beispiel, steht 15 Zoll drin und man hat eine 16 Zoll Felge, ist somit das Gutachten für die Federn, die man halt hat, für die ABE, für die Federn, hinfällig. Weil die Bereifung ja nicht mehr serienmäßig ist. So, wir brauchen Fackeln. So. Zack, zack, zack. Und so weiter und so fort. Die ist da überflüssig und kommt dahin. Ja, wir sind schon ganz schön vorangekommen. Wie man so sieht. Also bauen wir jetzt erstmal ein bisschen weiter. Also viel, wenn wir nochmal zum Thema Tuning kommen. Außerhalb des Tuning gibt es vieles, was eigentlich auch viele nicht wissen.
Innenraum zum Beispiel. Es wird vom TÜV in der Regel aber nicht überprüft, denn sämtliche technischen Geräte, selbst im Fahrzeug, müssen ein E-Prüfzeichen haben. Also einfach so, alle, die direkt an die Spannungsquelle angeschlossen werden, also eine Motor bzw. eine Batterie, müssen ein E-Prüfzeichen mit sich führen. Bedeutet, kauft ihr ein Radio, muss dieses Radio ein E-Prüfzeichen eigentlich besitzen. Das wissen eigentlich die wenigsten. Genauso baut man sich eine Soundanlage ein, sprich Verstärkerboxen. Brauchen die Verstärker das E-Prüfzeichen? Da die Boxen aber nicht an der Spannungsquelle direkt hängen, sondern an Verstärker, brauchen die Lautsprecher wieder kein E-Prüfzeichen. Ist ein wenig verwirrend, wenn man sich das so überlegt. Aber halt, es geht eigentlich zum Teil darum, wenn man solche irgendwelche komischen Features haben möchte, wie irgendwelche komischen Anzeigen, halt Öldruckanzeige separat, diese Tuninganzeigen, oder die man aus Tuningfilmen kennt, für Ladedruck und so weiter und so fort. Die brauchen eigentlich in der Regel alle. Mist, wie komme ich jetzt da hoch? Die brauchen in der Regel alle halt dieses E-Prüfzeichen. Weil die werden ja direkt in der Spannungsquelle angeschlossen, als Batterie bzw. Motor, und dürfen dementsprechend auch nur so betrieben werden mit E-Prüfzeichen. Mag für einige nicht einleuchtend klingen, aber ist halt so. Aber halt der TÜV. Ich wüsste nicht, dass der TÜV jemals darauf geachtet hat. Ich glaube auch nicht, dass der TÜV jemals darauf achten wird. Mir ist zumindest noch kein Prüfer untergekommen. Weil es doch relativ schwer ist. Wenn man sich zum Beispiel jetzt einen KPC einbaut oder Monitor, müsste man theoretisch diesen Monitor ausbauen. Der müsste gucken, ob da auf der Rückseite ein E-Prüfzeichen prangt. Und dazu müsste er also prinzipiell für die meisten technischen Teile müsste er das Auto zerlegen. Und das wäre doch immenser Aufwand, weil, also sagen wir so, ich habe wirklich noch keinen festgestellt, der das machen würde. Darum schätze ich mal, dass sie es auch teilweise ziemlich ignorieren. Hinzu kommt noch, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil ich ja auch Innenraum, also meinen Innenraum gemacht habe im MR2. Innenraumtechnisch habe ich da sowas gemacht. Halt mit Kunstleder bestimmte Sachen überzogen. Mittelkonsole neu gebaut und so weiter. Und eigentlich müssen im Autobereich feuerhemmende Materialien verwendet werden. Sprich, man kann also normales Kunstleder ist sehr brennbar. Es gibt aber Kunstleder, welches nach bestimmten Vorschriften produziert wurde und dementsprechend hemmend sind. Aber selbst das kann man nicht, man kriegt kein Zertifikat unbedingt dafür. Ich habe jetzt mal bestimmte Sachen bestellt, aber ich habe aber noch bei der Bestellung kein Zertifikat bekommen. Und der TÜV hat mich auch noch nie gefragt, ob meine Innenausstattung, die ich da umgemacht habe, dem entspricht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur für Hersteller gilt, mit diesen feuerhemmenden Sachen. Oder aber eigentlich kann es nur muss es dann für jeden gleich sein. Weil für Privatleute, wenn die was Neues einbauen, müsste das ja auch dementsprechend gelten. So, was haben wir jetzt eigentlich noch bei uns? 30 davon. Habe ich denn jetzt noch was zum Thema Tuning zu sagen? Mir fällt jetzt zum Zeitpunkt nicht ein. Ich bin ja schon wieder 2 Stunden hier am Aufnehmen und so langsam möchte ich jetzt heute auch zum Ende kommen. Bevor ich jetzt natürlich jetzt beende hier, die sind ja noch ein bisschen beim Machen, möchte ich natürlich meine Umfrage nochmal ansprechen.
Die werden bestimmt noch laufen. Und zwar ist die eine Umfrage: Dorf erbauen und die NPCs ercheaten oder nach der Version 1.3 versuchen, ein Dorf zu finden und dementsprechend das Dorf, was da ist, auszubauen. Das ist jetzt die große Frage. Zurzeit sieht die Umfrage so aus, dass es 50-50 steht. Antworten kann man mir halt diese Umfrage über meine Facebook-Seite. Der Link ist im YouTube-Channel verlinkt. Genauso in der Regel unterhalb des Videos in den Kommentartext oder halt im Begleittext. Man kann es auch als Kommentar, wie es weitergehen möchte oder sollte, als Kommentar unter dem YouTube-Video hinterlassen. Ich bemühe mich zurzeit auf jeden Kommentar zu reagieren. Es gibt aber einige Kommentare, wo ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Wenn zum Beispiel einer schreibt, wie soll man sagen? Ja, genau, so eine Antwort für diese Umfrage jetzt gibt. Er sagt zum Beispiel: Ich möchte, dass du weiter so NPC suchst. Es ist jetzt ein Umfragepunkt, wo ich dann sage: Gut, das muss ich dem jetzt nicht unbedingt beantworten. Das beantworte ich dann vielleicht mal hier in so einem Video. Allgemein denn. Aber sonst versuche ich eigentlich jeden Kommentar, den ich kriege, zu beantworten oder beziehungsweise darauf zu reagieren. Dementsprechend haben sich auch schon viele Unterhaltungen stattgefunden. Also, der eine hat schon wollte mir ein Texture Pack bauen. Zurzeit wird das wohl nichts. Dann wird es wahrscheinlich zu einem Let's Play Together hinauslaufen mit einer neuen Karte. Das jetzt noch stattfinden wird, weiß ich nicht. Interesse besteht. So wie es aussieht von seiner Seite, von meiner Seite auch. Ich werde aber kein Let's Play Together machen nach dem Motto, ich Co-Moderator und der moderiert hier einfach nur mit, sondern wir wollen dann einfach das so machen. Er baut die Welt. Vielleicht auch selber als Let's Player. Und dann machen wir ab und zu mal auf dieser Welt ein Let's Play Together, wo wir damit zu zweit auf dieser Welt bauen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich online gehe, werde ich mit oder werde ich gucken, ob er auch online ist und dann daraus ein Let's Play Together machen. Weil ich eigentlich nicht genug Zeit habe oder meine Arbeitszeiten es teilweise nicht zulassen, ein so entsprechendes Let's Play Together regelmäßig zu machen. Sogar das Let's Play zu Star Wars The Old Republic ist eingeschlafen, weil ich einfach keine Zeit habe unbedingt dafür. Moment, ich muss mal kurz husten. Jetzt muss ich aber den Knopf zum Ausschalten finden. Da ist er. Ja, jetzt geht's wieder. Ach so, und bevor ich jetzt weiter mit dem Let's Play Together mache, Umfrage halt, die zweite. Minenausbau. Und zwar ist die Frage: Soll ich die Mine so weiter fortführen, wie ich sie zurzeit fortführe? Bedeutet, ihr schaut mir dabei zu, wie ich jeden einzelnen Stein daraus hole. Oder, was wollte ich jetzt, was wollte ich eigentlich machen jetzt? Kies. Oder, Alternative, ihr sagt, deine Arbeit in der Mine interessieren uns nicht. Das machst du bitte ohne uns. Alternative, die ich noch nicht aufgeschrieben habe, war Zeitraffer. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Stunde in der Mine bin, nehme ich das Ganze auf und schneide das Ganze als Zeitraffer zusammen und kommentiere das nach, dass man vielleicht so 1 bis 2 Stunden, sagen wir so 2 Stunden Mine auf eine 15 Minuten oder 20 Minuten zusammendrückt. Das wäre nur ein Vorschlag. Oder ihr habt andere Vorschläge, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare auch schreiben. Halt, die Abstimmungen laufen alle bei mir auf der Facebook-Seite. Verlinkt im Channel oder halt unterhalb des Videos. Sowohl auf YouTube und auf meiner Webseite. Es ist unter verlinkt, und auf meiner Webseite sind die Bauprojekte verlinkt. Aber der Link zu meiner Facebook-Seite ist unter Sonstiges zu Minecraft Let's Play.
Ein Gold haben wir hier nur drin. Das ist nicht viel. Deshalb, wenn ihr also einen Kommentar hinterlassen wollt zur Umfrage oder aber auch allgemein so, ich bekomme jeden Kommentar mit. Meine Webseite dient wirklich nur dazu da, um eine saubere Übersicht zu haben der Videos. Viele mögen ja auch nicht unbedingt diese YouTube-Seite, die guckt nur beim Betreiber auf der Webseite vorbei. Da habe ich mir auch schon so einige Aufrufe. Deswegen also, ich betreibe mehrere Seiten halt. Einmal ist meine Facebook-Seite, dann meine Webseite, wo auch mein Tuning halt ein bisschen drauf ist. Und aber auch meine YouTube-Channel. Kommentare, also Umfragen laufen halt auf meiner Facebook-Seite und ihr könnt die Umfrage aber auch als Kommentar hinterlassen. Habe ich noch einen Adblock dabei? Nein. Brauchen wir hier einen Loblock hin? Nein, machen wir nicht. Loblock packen wir noch weg. Eisen. Wir suchten hier das Eisen drin. Egal, lassen wir jetzt im Inventar. Das nehmen wir dann demnächst mit in die Mine. So. Noch irgendwas. Ich glaube, ich gehe gleich hier ins Bettchen und dann logge ich mich aus. Es regnet schon wieder draußen. Man hört es nur nicht. Jetzt hört man's. Jetzt hört man's nicht. Ist der Soundpack weg? Kann eigentlich nicht sein. Genau. Hier ist der Soundpack. Also wenn ihr wisst, wie dieser Soundpack hier zustande kommt. Hier regnet, aber ich höre ihn nicht. Hier hört man ihn wieder. Könnt ihr es mir ja im Kommentar schreiben. Umfrage werde ich dazu jetzt nicht machen. So, es wird dunkel draußen. Ich will damit auch die Aufnahme beenden. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.